Die Krisen von 1929 und von 2008 sind beide noch nicht verstanden. Bei der Bekämpfung werden aber unterschiedliche Fehler gemacht. Und die aktuell gemachten Fehler, also den Zins jetzt fast aller wichtigen Zentralbanken auf Null zu setzen, sind heftigere Fehler als die von 1929 bis 1933. Es ist eine Verzögerung erreicht worden dadurch, dass ein Ping-Pong-Spiel zwischen den Zentralbanken und den Geschäftsbanken läuft. Die Zentralbanken geben Geld heraus für null auf ein Jahr in Europa. Die Geschäftsbanken kaufen für ein Jahr mit einem Mausklick einen Titel, der bringt 3%. Und die Summen sind bei 500 Milliarden, die kosten 5 Milliarden bei den Zentralbanken und bringen 15 Milliarden auf den Märkten. Und dieser Gewinn von 10 Milliarden, verteilt auf 10 große Banken, der bringt dann die überraschenden Schlagzeilen in der Presse, wieder hohe Gewinne bei dieser und bei jener Bank. Nur die Banken machen diese Gewinne und die Summen sind ohne jeden Kontakt mit dem Sektor, in dem geleistet wird. Das sind die Firmen und die Arbeitskräfte. Das wurde ja begleitet, und das war neu, aus der herrschenden Lehre. Wenn ein so begabter der fünf Weisen, Peter Bofinger, wenn der sich öffentlich hinstellt und sagt, wir konnten die Krise nicht voraussehen, weil unsere Modelle schlicht einen Finanzsektor nicht kennen, dann ist hier ein mutiger Satz gesprochen worden, und er hat indirekt gesagt, die 80 Nobelpreise für Ökonomie sind auf eine Lehre gefallen, die das Wirtschaften nicht versteht. Also hier ist eine Offenheit, auch aus der Zitadelle selbst, formuliert worden, die wir so nicht kannten. Ob die jetzt dazu führen wird, das Wirtschaften verstehen zu wollen, das müssen wir noch abwarten. Ja, aber die Verhaltensökonomen unterscheiden sich eigentlich nicht jetzt von unseren Neoklassikern und auch von den Marxisten. Sie schauen alle auf den Markt und sie denken, am Markt sei etwas schiefgegangen. Man kann den Markt nicht am Markt heilen, denn der Markt ist etwas Nachgeordnetes. Ich kann auf einem Markt nur etwas für 100 Euro anbieten, damit es mir jemand abkauft, wenn vorher diese 100 Euro geschaffen worden sind in einem Kreditkontrakt, in dem ein Eigentümer Eigentum besichert, um Geld zu schaffen, und ein anderer Eigentum verpfändet, um den Kredit zu besichern, über den er das Geld bekommt. Das ist der Finanzsektor, von dem Bofinger sagt, den verstehen wir nicht. Und wenn wir im Finanzsektor, von dem der Markt ein Kind ist, der Kaufkontrakt ist ein Kind des Kreditkontrakts, wenn wir den Kreditkontrakt nicht verstehen, dann können wir nicht den Markt verstehen. Also was wir erleben, ist, dass die Regierungen in allen Ländern jeden Tag ein neues Gesetz unterschreiben für mehr Feuerlöscher auf den Märkten und zugleich mit der linken Hand immer mehr Brandbeschleuniger aus den Zentralbanken dieses Nullzinsgeld in dieselben Märkte schmeißen. Das ist das, was wir erleben, weil man denkt, Markt ist wichtig und irgendwo anders ist auch noch was wichtig. Mit der Zentralbank kann man auch noch was machen. Und so hat man diese Gegenbewegung. Ja? Hier Feuerlöscher und da mehr Brandbeschleuniger. Brandbeschleuniger, der ist nicht die Ursache der Krise, ist der entscheidende Hammer in der Krise, aber er ist Ergebnis eines Denkfehlers. Nach einer Standardkrise, wir müssen verstehen, ein Boom entsteht immer dadurch, dass Firmen ihr Eigentum im Preis verteidigen müssen. Wenn ich ein Kutschenproduzent bin und der erfindet das Auto, dann fällt der Preis meiner Kutschenfabrik, weil alle Leute ahnen, bald gibt es keine Kutschen mehr. Und jetzt kann ich mein Kutschenfabrikeigentum gleich verlieren oder ich sage, ich verpfände das nochmal und baue auch eine Autofabrik. Und wir wissen ja alle, dann plötzlich diese Autofabriken schießen hoch. Jetzt geht das hoch, jetzt nehmen die alle Geld auf. Dann haben sie alle umgebaut auf Autofabriken und dann können so viele Käufer für die Autos nicht gefunden werden. Jetzt muss die Überproduktion eliminiert werden. Jetzt gehen die Preise runter und einige Firmen scheiden aus. Die ausscheiden, haben überhaupt keinen Pfand mehr für Kredit. Die runtergehen, haben weniger Pfand für Kredit. So, jetzt kommt eine Zentralbank und sagt, ich will, wie Greenspan das gesagt hat 2002, der Wirtschaft helfen mit Nullzins. Aber der Wirtschaft kann er nicht helfen, denn die Wirtschaft kann nicht an den Zentralbank Tresen, da kann nur die Geschäftsbank hin. Aber auch wenn die Wirtschaft hin könnte, sie könnte diesen Nullkredit nicht nehmen, weil sie keinen Pfand mehr hat.
dass in der letzten Krise ja ein Preis runtergefallen ist und Sie müssen den Kredit von gestern noch bedienen, der unterbesichert ist. Sie haben 1 Million aufgenommen, haben einen Pfand von 1 Million gegeben. Das ist im Preis auf 500.000 gefallen. Der gestrige Kredit ist, was man toxic nennt, vergiftet. Für morgen ist kein Pfand da. Deshalb kommt dieses Geld in der Wirtschaft nicht an. Aber das Geld geht aus der Zentralbank raus und es geht in die Geschäftsbanken. Und die müssen es nehmen. Wenn ich eine Geschäftsbank sehe, Sie eine haben und ich habe, Herr Safranski, und ich nehme dieses Geld für null Zins, und dann sagen Sie, das wird schlimm ausgehen. Recht haben Sie. Aber Sie würden es auch nehmen müssen für null Zins. Das ist ein Teufelsgeiger. Nach der Musik müssen alle tanzen. Jede Bank muss das Geld nehmen. So. Und die Wirtschaft, die jetzt keinen Pfand hat, die kann das Geld gar nicht nachfragen. Du würdest es gerne nehmen, kannst es nicht nachfragen. Und jetzt wird mit diesem Geld werden Preise getrieben. Ich zahle 0,5% an die Zentralbank, das bringt noch 1,5%, das kaufe ich. Und das machen alle und dann treiben sie das hoch und dann kommt irgendwann das Niveau, dass die Preise so hoch sind, dass die Erträge kaum noch über diesen Minizins der Zentralbank liegen. Dann platzt die Blase. Das ist das, was passiert ist. 2002 hat das angefangen und als die Blase platzte, 2008, war der Einfall, mehr von dieser Medizin, vielleicht doppelt so viel, dann wird es helfen. In der Situation stehen wir. Aber die Option des Unternehmens ist noch etwas anders. Der Unternehmer, der sagt, meine Kutschenfabrik ist heute im Preis runtergefallen. Jetzt kann ich gleich warten, bis ich auf Null bin. Oder ich nehme mein letztes Ass im Ärmel und verpfände, was die Kutschenfabrik im Preis noch ist gegen einen Kredit und rüste dann um auf Autos. Dieser hat ja nur zwei Optionen. Gleich untergehen. Oder nach Umsetzung, wo jetzt alle Kutschenfabriken Autofabriken geworden sind, bei denen zu sein, die nicht wegen der Überkapazität, die dabei ja entsteht, beim Umrüsten untergehen. Er hat die beiden Optionen, gleich sein Eigentum auf null preisen zu lassen oder später vielleicht bei den 8 von 10 zu bleiben, die überleben. Das ist die Option. Das ist der Unterschied. Also was kann die Zentralbank machen? Ja. Da, wir sind ja in einer Situation, wo Zentralbanken die Märkte zerstören, wo sie die Geschäftsbanken verlocken in dieses Nullgeld. Die Firmen fragen es nicht nach oder können es nicht nachfragen. Und mit dem Geld wird gespielt. Also, und wir hören jetzt gleichzeitig, dass die Finanzaufsicht, die Bankenaufsicht in die Hand der Zentralbanken kommen sollen. Also nie ist mehr Bock für einen Gärtner vorgeschlagen worden, als dass die Zentralbanken, die die Nullzinspolitik fahren, jetzt die Banken überwachen sollen und die Finanzaufsicht. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wir brauchen eine Bankenaufsicht für Zentralbanken. Eine globale, und das ist einfach, denn es gibt nur 20, 25 ernstzunehmende Zentralbanken. Das hätten die G20 in Philadelphia anfassen können. Das war nicht mal als Tagesordnungspunkt auf dem Tisch. Der Fehler ist der Denkfehler, dass Sie die Krise nicht verstehen. Dass Sie nicht verstehen, nach einer Krise sind die Eigentumspreise gefallen. Und Fender in der Wirtschaft sind nicht mehr da. Und deshalb nutzt es nicht, wenn Sie den Zins runterfahren. Das haben Sie nicht verstehen. Das hat Greenspan nicht verstanden. Das haben aber die Japaner 1996 nicht verstanden. Und sie haben 2002 Meldung gegeben. Wir geben 8 Yen aus der Zentralbank heraus. In der Wirtschaft kommt 1 Yen an. 2002... Berichten Sie das und 2002 fängt Greenspan mit derselben Methode an. Die hören ja nicht mehr aufeinander. Und wenn sie aufeinander hören, sie verstehen sich beide nicht. Ja.